Know you've been a good friend, been there through the thick and thin, and I know it's never gonna end. Cause you've been a good friend. Hallo, herzlich willkommen auf Marius Channel. Heute mache ich mal Seelachsschnitzel. Ich benutze jetzt Salzheringe dafür. Wie ich die mache, das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Wie gesagt, ihr könnt auch gerne andere Fisch nehmen. Das ist ganz egal. Aber funktioniert genauso gut. Ich esse halt gerne die Salzheringe. Dann nehme ich mal die Salzheringe. So, allerdings habt ihr hier einen Nachteil mit den Salzheringen. Die sind gesalzt. Die lege ich jetzt einfach hier ein bisschen ein. So, ich tue die dann auch ein bisschen filetieren. Ich schneide einfach hier auf der Gräte entlang und hol mir das Filet raus. Ich seht ihr, habt ihr tolles Filet. Da könnt ihr das von der Haut wegziehen. Dann habt ihr purer Fisch. Seht ihr, wie schön das geht? Und daraus mache ich dann meine Seelachsfilet. Ja, 2-3 Gräte sind immer drin. Aber die lösen sich dann auf. So, ich habe schon meine Schnitzel geschnitten. Der Vorteil ist halt, wenn ihr euch Seelachs holt, dann habt ihr diese Arbeit, die ich jetzt mir mache, nicht. Weil da jetzt dann nicht, auch nicht so viel Gräte drin sind. Aber wie gesagt, ich zeige es euch gleich, wie es weitergeht, weil diese Gräte, die werden sich noch auflösen. So, ich tue die jetzt einfach ein bisschen wässern. Mit kaltem Wasser. So. Meine Fischschnitzel, die habe ich ja jetzt dann gewässert über Nacht. Das braucht ihr natürlich nicht zu machen. Wenn ihr dann Seelachsfilet kauft oder eine Lachsforelle, braucht ihr das nicht zu machen. Weil diese Bismarckhering, das wisst ihr ja, die sind ja immer gut gesalzt. Wegen der Haltbarkeit auch. Und die habe ich jetzt eine Nacht gewässert und für mich ist es jetzt eigentlich perfekt. Kommt jetzt dann drauf an, was ihr für Fisch macht. Wenn ihr jetzt normaler Fisch holt, dann müsst ihr noch Salz dran machen. Ich brauche jetzt kein Salz mehr dran machen. Ich habe es jetzt nochmal abgewogen. Es sind jetzt genau 630 Gramm. Da kommt unser Wasser dazu. Ich benutze jetzt auf 1 Kilogramm 1 Liter Wasser. Und dazu kommen dann 40 Gramm Seelachsschnitzelreife. Das sieht so aus. Ich zeige es euch mal. Dazu kommen 40 Gramm Seelachsschnitzelreife. Da ich ja jetzt nur die Hälfte habe, mache ich dann nur 20 Gramm Seelachsschnitzelreife dazu und nur einen halben Liter Wasser. So, ich habe jetzt das umgefüllt. Seht ihr, ich habe einen alten Topf noch. Und da wiege ich jetzt 500 ml Wasser ab, ein bisschen mehr. Ich habe auch ein bisschen mehr Fisch, mache ich auch ein bisschen mehr rein. Wie gesagt, 1 Liter Wasser und 40 Gramm Seelachsschnitzelreife. Da ich ja nur die Hälfte habe, mache ich das ja auch nur die Hälfte jetzt. Also 500 ml Wasser brauche ich jetzt. Und dazu mache ich jetzt noch 20 Gramm Seelachsschnitzelreife. So, das könnt ihr dann auch beim eBay-Händler bestellen. Und ich wiege jetzt mal 20 Gramm ab. So, das Ganze wird bisschen aufgerührt. So, und da kommen unsere Seelachsschnitzel dazu. So, die gebe ich jetzt dazu. Wie gesagt, ihr könnt Forelle nehmen, ihr könnt Seelachs nehmen, ihr könnt Lachsforelle könnt ihr auch nehmen. Es geht mit allem Fisch. Und ich habe halt jetzt Bismarckhering genommen, weil die mir auch sehr gut schmecken und bestimmt auch einmal lecker werden. Wie gesagt, das könnt ihr ja machen, wie ihr möchtet. Das ist eure Sache. So, das passt ganz genau. Der einzige Vorteil, was ihr habt beim Seelachs, da sind weniger Gräte drin, aber ich habe so gut wie es geht, habe ich es filetiert, ihr habt es ja gesehen. Was ich jetzt dann noch dazu mache, das kommt gleich noch. So, was ich jetzt noch dazu mache, das ist Limette. Aus dem Grund, Limette gart den Fisch. Das wird in ganz Südamerika so gemacht, viel sogar. Und diese Brühe gart den Fisch etwas durch
und lässt auch diese ganz kleine Krete ganz zart werden. Die werdet ihr nachher dann auch gar nicht mehr schmecken, also spüren als Krete. So, ich habe auch hier original Limettepresse. So, das ist alles. Das Ganze wird verrührt und einfach abgedeckt und draußen kalt stehen gelassen oder im Kühlschrank. Also das Ganze wird verrührt und das müsst ihr dann 48 Stunden im Kühlschrank stehen lassen. Bei 4 bis 7 Grad. Und das ist alles. Und wie es dann weitergeht, was ich dann noch mache, das zeige ich euch. So, die Zeit ist nun rum. Und unsere Seelachsschnitzel tun wir ein bisschen ausfiltern. So, das gibt dann zwei schöne große Portionen. Einfach ein bisschen ausdrücken. Seht ihr, wie schön rot es geworden ist? Wie Seelachs sieht es aus? Wie gesagt, ihr könnt der Fisch nehmen, was ihr möchtet. Es eignet sich auch Dorsch. So. Das gibt man dann hier rein. So, ich habe es nochmal umgefüllt, weil es ist einfach besser, wenn man das so macht. Und dann kommt auch überall das Öl dran. So. Soll auch nicht zu viel Öl sein. Dann probiere ich das nochmal. Das ist perfekt. Wirklich wunderbar, ganz lecker, das ist nicht zu salzig, überhaupt nicht salzig. Können wir eher noch ein bisschen nachsalzen, wie gesagt, ich habe es ja gewässert. Ich muss sagen, schmeckt hammer lecker. Ich tue jetzt noch ein bisschen Nachwürze mit Salz und ein bisschen Pfeffer. Ich habe auch hier noch ein bisschen Fischgewürz, pfeffer das noch ein bisschen nach. Ein bisschen Knoblauch passt auch zu Fisch, mache ich auch ein bisschen was rein. So, dann habe ich noch ein bisschen Fischgewürz, das mache ich noch ein bisschen rein. Bisschen Salz. Wie gesagt, die Angabe sind ja 80 bis 100 Gramm Salz, aber das habe ich überhaupt gar nicht reingemacht, weil mir wäre das viel zu salzig geworden. Und ich brechel mal immer meine Salzmenge und schmecke das erst ab. Und hin und nach mache ich erst mein Salz dran. Das seht ihr ja, da kann man das jetzt schön abschmecken. Das ist jetzt einwandfrei. Klasse. Das Ganze geben wir hier in unser Glas rein. Und das ist ungefähr 20 Tage haltbar. Ist auch jetzt nicht zu ölig. So wie die, wo man dann kauft. Schön ein Brötchen, ein bisschen Butter drauf. Ein Gedicht, Leute. So sieht es dann wieder aus. Das sind meine Seelachsschnitzel. Schaut mal her, wie toll das aussieht. Und die schmecken auch noch hammerlecker. Einfach verschließe. Und schon habt ihr 500 Gramm leckere Seelachsschnitzel. Das ist richtig, richtig lecker geworden. Mit dem Dill und die Zwiebeln, das passt sehr gut dazu. Und ich habe es ja jetzt nochmal einen Tag stehen gelassen mit dem Öl drin. Und es ist jetzt richtig, richtig klasse geworden. Also probiert es aus, das ist eine hammer Sache. Mit den Bismarck-Hering, das passt auch ganz gut, muss ich feststellen. Also sehr, sehr fein. Man hat nur ein bisschen mehr Arbeit. Aber wie gesagt, ihr könnt auch dann Lachsforelle nehmen, Dorsch könnt ihr nehmen. Natürlich Seelachs. Gut, dann ich sag mal wieder tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marius Channel. Ciao, ciao.